Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren oder eher gesagt einer frischen und neuen Aufnahme Dayang. Und ich habe mir gerade überlegt, dass wir uns heute vielleicht mal den Gefangenen hier vornehmen, den wir ganz am Anfang in dem einen Verlies gefunden haben. Moment. Ach so, das sind die. Ich dachte. Ah, ja, zu schnell gedacht. Wo war das jetzt da? Rette den Gefangenen als aktuelle Aufgabe. So war das. Finde den Schlüssel. Haben wir einen Hinweis? War der eigentlich nochmal? Wenn hier die Mainer Farm war. Das kriegen wir doch bestimmt auch noch raus. Weg von den Ratten. Der war doch irgendwo da oben. Nein, ich will nicht hauen. Aber Pflanzen würde ich schon einsammeln. Och, verdammt, ich bin noch voll. Also wenn, muss der Schlüssel ja auch, denke ich mal, da in der Nähe sein. Die Karte switcht gleich bestimmt, dann haben wir eventuell einen Punkt. Nee. Wait. In der Luke des Wachturms ist ein Mann gefangen. Vielleicht könnte ich ihm helfen, rauszukommen. Ich möchte ihn nicht im Stich lassen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich den Schlüssel finden soll. Habe wirklich keine Ahnung, aber ich denke, vielleicht haben wir was über. Überpasst, verpasst, übersehen. Das passiert, wenn man zu viele Wörter im Kopf hat. Irgendwo muss da doch was liegen. Hat es vielleicht einer im Sonnenblumenfeld, was hier nicht existiert, verloren oder so? Oh, was haben wir denn hier? Okay, die haben wir ja vorher noch nie gesammelt. Wird wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen sein. So, okay, hier kommen wir nirgends so hoch. Ich dachte, vielleicht hätte ja jemand außenrum noch einen Schlüssel verlieren können. Eine Höhle haben wir auch nicht. Ach, ich sollte aufpassen. Je mehr ich renne, desto mehr Wasser verliere ich ja. So. Kamen wir hier von unten irgendwo rein oder müssen wir wieder hochklettern? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie weit wir das. Okay. Ja! Oh Junge, beruhig dich mal! Ich hab noch keinen Schlüssel gefunden! I'm sorry. I haven't found the keys yet. Please don't be long. You're my only hope. Ich bin dran, ich bin dran! I have to go now. Please, don't forget about me. Nein, Michael, du bist eine Aufgabe. Ich vergesse dich schon nicht. Es sei denn, ich komme auch ohne dich von der Insel runter. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen gemein. Ach so. Schade, ich dachte, vielleicht wär das der Schlüssel gewesen. Das ist doch fies. Warum finden wir hier den Schlüssel nicht? Eigentlich müsste das doch miteinander zu tun haben, oder? Komme ich da hoch? Ich gucke vorsichtshalber noch einmal oben. Ach, Ausdauer! Ausdauer! Da war ja was. Bitte nicht rückwärts runterfallen. Komm, du kannst dich jetzt ausruhen. Aber von hier bin ich ja eigentlich auch nur runtergekommen. Also, Peng. Gut. Wie kommen wir jetzt heile wieder runter, ohne dass wir uns verletzen? Also, jetzt würde ich mir gerade am liebsten Assassin's Creed Style oder so wünschen. Aber nein, wir nehmen Frosch-Style. Oschi, wo willst du denn hin? Da kann ich nicht hin. Ach, da. Zeig das doch. Hab's zwar nicht gesehen, aber ich konnte es angrabbeln. Da unten auch. Oh nein. Kann ich loslassen?
Danke. Vielleicht haben wir hier irgendwo einen Strand in der Nähe. Oder irgendwas, was aussagekräftig ist. Irgendein Ort. Guck mal, da unten ist so ein Stein. Der sieht doch verdächtig glatt aus. Oder ist das ein Brunnen? Das sieht nach einem Brunnen aus. Wahrscheinlich habe ich den beim letzten Mal schon gesehen. Hat einer hier einen Schlüssel verloren? Oh, die Vögel klingen cool. So echt? Weiß jetzt schon gar nicht mehr, inwieweit ich beim letzten Mal langgelaufen bin, aber anscheinend muss ich es ja, weil sonst hätte ich die Dinge hier ja nicht aufgedeckt. Oh, Schmetterlinge. Wait. Ach so, toll, Holz. Nö. Oh nein, da haben wir wieder den Fuchs. Den Fuchs, der komische Geräusche macht. Was ist das? Guckt euch das mal an. Ist das ein Grab? Hä? Soll das ein Stock sein? So, eine Schaufel. Kannst du das bitte mal verzeichnen auf der Karte? Kann ich eine Schaufel bauen? Verdammt, das haben wir noch nicht gelernt. Nein, jetzt habe ich was gefunden, was wir noch nicht machen können. Noch nö. Das ist ja echt ätzend. Da unten könnte aber eine Höhle sein. Ich gucke vorher einmal hier. Vielleicht haben wir hier ja noch eine Wasserquelle. Sah gerade kurz wie ein Lagerfeuer aus. Komm schon, hier muss doch irgendwas sein. Warte. Nee. Jetzt will ich aber erst nach da unten hin. Komm, wir klettern hier rein. Ach cool, ich habe schon fast die Wasserflasche vergessen, die wir haben. Die Feldflasche. Mein süßes kleines Äffchen. Nein, Badelatschen. That's Andre's flip-flop. It has to be. His company's family logo is on it. I hope he's still alive. Ja, dann schnappet dir. Ach nee, Schuhe haben wir ja schon, ne? Ja, toll. Kann ich hier irgendwas anklicken? Kommen wir hier durch? Gut. Also wir suchen gerade nicht offiziell unsere Freunde, finden aber Hinweise. Können ihn aber nicht mitnehmen. Wobei ich da gerade nicht so ein ganz großes Problem mit habe, weil wir schon die Sportschuhe unserer Freundin Jennifer anhaben. Egal, Hauptsache wir finden die, um die ganzen Accessoires und so zu kriegen. Peng, ob die leben oder nicht. Verdammt, sieht das dunkel aus. Vergaß, gab es in dem Spiel Nacht? Nein. Doch. Nein. Vergaß. Ich denke nicht. Aber dass hier auch rein gar nichts verzeichnet wird. Bin enttäuscht. Nicht der Grabstein oder was auch immer das sein soll. Jetzt auch nicht der Brunnen. Vielleicht, weil es nicht zu der Aufgabe gehört. Schade, es ist keine Höhle. Aber das hier unten könnte interessant aussehen. Ich wollte gerade sagen, hier muss es doch weitergehen. Warte mal, da kann ich, glaube ich, auch springen. Sei offen. Warum denn nicht? Irgendwie ist diese Folge sehr schlüssellastig. No. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen und genießen den Ausblick.
Schade. Weiter geht's. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Vielleicht kommen wir ja hoch und können hier noch ein bisschen... Ich ärgere mich immer noch, dass ich diese Karte nicht bewegen kann. Kann ich nicht? Nee, ich glaube wirklich nicht. Eigentlich müsste ich nach... ja. Nordosten gehen. Hier waren wir, glaube ich, noch kein Stück. Also gehen wir mal nach ganz oben. Ich will diese Folge unbedingt was Neues finden. Haben wir ja schon. Hat uns nicht viel gebracht. Uns ist mein Ehrgeiz gekränkt. Nein, kein Hund, kein Hund. Bist du ein Hund? Nein, kein Hund, keiner. Nein, nein, nein. Nimm die Ziege. Nimm sie. Au. Arschlochhund. Bin gar nicht da. Komm, nimm den nächsten Ziegenbock hier. Lauf. Lauf. Shit, 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 shit. Auf. Aus den Augen, aus dem Sinn? Ja, wir können uns wieder beruhigen. Oh, cool, hier ist was geöffnet. Oh, wir können da sogar runterklettern, aber warte mal, ich... Ist das... Warte mal, das ist der Anfang. Das ist der Brunnen, wo wir rausgekommen sind. Wir sind jetzt hier. Ich möchte aber noch weiter in den Osten. Hier waren wir noch gar nicht. Glaube ich. Warte mal, Karte. Wie drehe ich mich gerade? Osten heißt die Richtung. Haus am Strand hatten wir ja schon. Ich weiß, habe ich das Haus am Strand... Habe ich das wirklich Haus am See genannt? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, die Folge heißt Haus am See. Ich sollte das schnellstens umbenennen. Und ich hatte auch noch zwei, die gleichen Folgen, auch bei Northern Lights. Das hieß auch Haus am See. Verdammt, Vera. Lesen ist klar von Vorteil. So, hier möchte keiner hinabstürzen. Das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt. Aber es ist interessant, dass wir dann doch mal an dieser Stelle zurückfinden. Aber ich will eigentlich nicht zum Hund. Ist ja das? Nee, das ist die Ziege, ne? Nein, ich bin zu dick. Warte mal, hatten wir uns das auch schon angeguckt? Vielleicht sind wir da nur flüchtig dran vorbei. Mal. Feinde ablecken. Ich wollte gerade sagen, welche Feinde. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Alter, haben die da wen... Wie war das mit den Feinden ablenken? Hat nicht so geklappt, oder? Habe ich überhaupt? Leute, da ist ein Stein geflogen. Guckt euch das an. Ups. Nein. Bin ich da. Verdammt. Warte mal, habe ich überhaupt eine richtige Waffe mal in der Hand? Kann ich damit zuhauen? Ich hoffe. Aber... Vielleicht sollte ich auch erstmal eine Beere essen. Nein. Muss ich die jetzt wie... Okay, ich hau sie. Ich hau sie nicht, ich hab Essen in der Hand. Au. Bist du des Wahnsinns? Du haust mich.
Lauf, Mädel! Nicht hauen! Verzieh dich! Alter! Wie kann ich blocken? Rechtsklick. Ich bewege mich schon wieder zu viel mit. What? Das sagt noch einmal. Boah. Habt ihr das gehört? Der hat mich Bitch genannt. Das geht ja mal gar nicht. Nein, ich habe Hunger. Stellt Gesundheit und Hydration her. Ist eigentlich toppi, ne? Nehmen wir. Aber Gesundheit wäre gerade allgemein nicht schlecht. Herstellen. Heilpulver. Welches waren jetzt Heilungskompresse? Nehmen wir mal das. Obwohl, scheiße, Kompresse. Wir verlieren ja gerade kein Blut. Ach doch, war doch gut. So. Schlagstock. Nice. Würde ich doch mal sagen. Kann ich. Nein! Ach, nicht wegschmeißen. Zuweisen. Du hast auch nur einen Schlagstock. So, und jetzt können wir uns das mal genauer angucken. Aber eigentlich war hier großartig nichts Interessantes, oder? Oh. Hi! Na, wie schaut's aus? Habe ich das jetzt extra für das Messer gemacht, das ich schon besitze? Ernsthaft? Das ist doch quasi das, oder? Ich meine, das andere war auch ein Klappmesser. Kann ich dich retten? Bruno, ich kann dich da nicht rausholen. Okay. Ich war's nicht. Geile Übersetzung. Verstecken. Kann ich die... Oh nein. Nein. Ihr habt jetzt meine Gedanken nicht gelesen. Schade. Ich habe nichts ausprobiert. Überhaupt nicht. Aber auch schade, dass man hier wirklich nur die Waffen kriegen soll. Verdammt. Gut, ich würde sagen, wir haben für diese Folge leider keinen Schlüssel gefunden, aber wir werden hier die Ecke auf jeden Fall nochmal weiter erkunden. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Wir gehen definitiv noch weiter die Insel hoch und schauen, ob wir vielleicht noch Bruno oder den Gefangenen retten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch mal gerne im Discord vorbei und wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.